Lasst euch nicht provozieren. Ich sehe, es gab hier schon kleine Wortgefechte. Das muss eigentlich nicht sein. Wir möchten nicht, dass hier noch irgendwas passiert. Wir haben entsprechende Hinweise bekommen, dass ein gewisser Personenkreis aus der Dresdner Szene. Lasst euch nicht provozieren. Das Rudolf-Harwig-Stadion in Dresden, die Heimat des 1. FC Dynamo. Das Stadion fasst 20.000 Zuschauer. Am Einlass und im Innenbereich sorgen eigene Sicherheitskräfte für Ruhe und Ordnung. Nur wenn die Ordner die Lage nicht mehr im Griff haben, wird die Polizei zur Unterstützung angefordert. Da sind Arbeitslose dabei, Sozialhilfeempfänger. Die geben ihr letztes Geld aus und müssen sich schon in Grottenkind angucken. Ja. Draußen bereiten sich die Einsatzkräfte auf das Ende vor. Dresden liegt hinten. Die Stimmung der Fans ist gereizt. Lasst euch nicht provozieren. Wir haben entsprechende Hinweise bekommen, dass ein gewisser Personenkreis aus der Dresdner Szene sich in den Niederlanden jede Menge Pyrotechnik besorgt hat, um hier wie im Februar dieses Jahres wieder ein Feuerwerk abzufackeln. Jetzt kommen Feuerwerkskörper geflogen aus dem Dresdner Block. Dynamo Dresden. Eine Dresdnerin. Also hier war der Beginn, dann haben sich links bengalische Feuer und normale Zündflammen entwickelt und gezündet. Es flogen dann einzelne Leuchtraketen in den Zuschauerinnenraum in Richtung Spielfeld, in Richtung hier der Ordner, der KSC. Die Leuchtkugel hat Phosphor in sich, die Leuchtkugel verfängt sich in den Jacken bzw. an den Kleidern der Leute und brennt dann natürlich weiter. Das heißt, es gibt schreckliche Brandwunden und natürlich besteht hier die Gefahr nicht einer ganz normalen Körperverletzung, sondern es können lebensbedrohliche Verletzungen herbeigeführt werden. Damit machen Sie sich nur wirklich überhaupt keine Freunde. Es ist einmal ein Risikospiel, weil man weiß, dass Dynamo Dresden eine äußerst problematische Fangruppierung, Ultragruppierung hat. Also das interpretieren Sie jetzt hier rein, ob das die Ultras waren, das weiß ich nicht. Wie gesagt, ich war nicht immer mit dabei. Das ist der Hammer, das ist der absolute Hammer. Wir haben seit Monaten nichts mehr gemacht. Damit machen Sie sich nur wirklich überhaupt keine Freunde. Nichts mehr gemacht. Besonders gefürchtet sind die gewaltbereiten Fans von Dynamo Dresden. Dynamo Dresden. Das interpretieren Sie jetzt hier rein. Dynamo Dresden. Offensichtlich brauchten Sie aber dann doch ein Ventil. Also das mit Bildern sehen wir nicht ganz so gerne. Und haben es tatsächlich geschafft, Feuerwerkskörper, allerlei Blödsinn mit ins Stadion zu schmuggeln. Dynamo Dresden. Also ich muss mich wirklich zusammenreißen, weil ich habe so eine Wut in mir. Ich kann das gar nicht sagen. Nur wenn die Ordner die Lage nicht mehr im Griff haben, wird die Polizei zur Unterstützung angefordert. Dazu kommt, dass gerade hier Dynamo Dresden eine sehr stark ausgeprägte Jugendgruppe hat, die sich vielleicht auch als Modernisierungsverlierer verstehen. Also im Prinzip selber so die oder auch Wiedervereinigungsverlierer, geringes Selbstwertgefühl und die sich eben in der Gruppe stark fühlen und dann auch entsprechend sich ihr Selbstwertgefühl wiederholen. Nichts mehr gemacht. Besonders gefürchtet sind die gewaltbereiten Fans von Dynamo Dresden. Die Fußballszene hat sich in der Gestalt geändert, dass wir gerade sehr viele junge Leute haben, die sogenannt eventbetont sind, also die erlebnisorientiert sind und die sehr gerne bereit sind, wenn dann irgendwo Trouble oder ein bisschen Dinge losgehen, sich zu beteiligen. Dynamo Dresden. Denn immer wieder mischen sich polizeilich bekannte Hooligans unter die Besucher. Dresdner Hooligans, die sind besonders in Gruppen gefährlich. Modernisierungsverlierer. Wiedervereinigungsverlierer, geringes Selbstwertgefühl, in der Gruppe stark fühlen. Die sind besonders in Gruppen gefährlich. Dresdner Hooligans. Fußball ist die schönste Sache der Welt. Wir kommen hier alle her, weil uns Fußball freut. Und dann lassen wir uns von 20 solchen Leuten beherrschen. Ich verstehe es nicht.